Hallo Leute, herzlich willkommen auf den Kanal Stando Gaming und heute spielen wir wieder, wie ihr sehen könnt, eine Runde Lego Star Wars. So. Ich habe auch noch nie von Kamino gehört. Überprüfen wir die Koordinaten von Dex in den Jedi-Archiven. Mal sehen, ob wir mehr herausfinden können. Okay, ja, wir sollen anscheinend jetzt hier erstmal... Geil, das Spiel schließt sich einfach. Let's go. So, jetzt. Wir sollen jetzt einfach hier mal dort folgen, würde ich sagen. Warte mal, wohin denn? Ach so, ich soll hier rüber. So. Derzeit machen wir auch ein paar Dinge kaputt. Frischer Bammer Bockenbrei. Günstig und nahrhaft. Boah, ist das hier riesig. Ich weiß gar nicht, wo ich hin soll. Sag mal, laufe ich gerade alleine oder kommen mir welche hinterher? Nö. Geil, ich bin alleine. Oh no, ich will aber nicht alleine sein. Forsche in den Jedi Archiven auf dem Planeten. Kaminayo. Ach, keine Ahnung. Ihr werdet denn nun da sein. Tschüss. Jo, warum ist das Ding so langsam, Alter? Der ist ja mit dem Laufen schneller. Jo. War langsamer als keine Ahnung was. Willst du jetzt auch mal laden spielen oder dauert es jetzt noch so ein paar Minuten? Ah, danke. Willkommen im berühmten Senatsbezirk von Coruscant. Und ich sage danke für die Reise mit uns. Moin. Okay. Ach, jetzt bist du hier da, oder was? So, wo sollen wir jetzt hin? Hier gibt es ja überall Ausrufezeichen, Alter. Ja, ich laufe erstmal hier lang. Ne, warte mal, ich soll das da folgen. Achso. Gut, wohin denn? Wo soll ich das denn jetzt hinfolgen, hä? Was zeigt mir an, ich soll hier wieder weiterfahren. Jedi-Tempel. Ja, fahren wir halt zum Jedi-Tempel, ne? Okay. Ah, jetzt bin ich richtig. Let's go. Ich bin wichtig. Bildet Herr Forscher in den Jedi-Archiven nach dem Planet Kamino. Ja, das wird mir jetzt auch schon seit 20 Jahren angezeigt. Aha. Jetzt bin ich hier drin, okay. Gut. Jetzt muss ich da nach unten in diesem Raum rein. Bam. Okay. Okay, R4. Lade die Koordinaten ins Terminal hoch. Gut. Verwenden. Oh, ich habe voll vergessen, wie das geht. Okay, nee, ich kann's noch. Geil. Aha. Gut, dann machen wir mal die Geschichte hier. Laut Dex sollte Kamino genau hier sein, aber da ist nur leerer Raum. Einen Planeten verloren, Meister Obi-Wan hat. Wie peinlich. Da ist einfach nichts. Der Umriss der Gravitation verbleibt. Ha? Sehr gut. Ach, das ist Yoda. Zum Zentrum der Gravitationskraft und finden deinen Planeten, du wirst. Aber Meister Yoda, wer könnte Informationen aus den Archiven entfernen? Das ist unmöglich, oder?
Nur ein Jedi könnte diese Einträge gelöscht haben. Aber wer und warum? Schwer zu beantworten. Meditieren darüber, ich werde. Wir gehen einfach. So. Auch aber wieder mit dem Kollegen hier. So, jetzt sollen wir Such im Rishi-Labyrinth nach Kamino. Ja, machen wir doch. Einmal wieder raus hier. Jetzt muss ich nach da unten, okay. Ach, jetzt muss ich ja wieder weiter. Wollt ihr mitfliegen? Steigt ein. Landeplattform Nord. Gute Reise. Hoffentlich werdet ihr unterwegs nicht überfallen. Nee, werden wir schon nicht. Ah, jetzt sind wir wieder hier. Geil. Aha. Diesmal bin ich richtig. Wo sollen wir jetzt hinten laufen? Ab da hinten? Sag mir nicht, ich muss jetzt schon wieder fahren. Oh, natürlich muss ich schon wieder fahren. Kamino, ja. Nein, R4. Yo. Let's go. Hey, wo bin ich? Ha. Let's go. Ey. Ja, das sollte das richtige System sein. Halte die Augen offen nach unserem fehlenden Planeten. Ja, da will ich ja jetzt hin, ne? Let's go. Ich kann hier gar nichts steuern. Ah, jetzt. Bin ich. Aha. Hier ist es ein bisschen regnerisch. Ich hab grad was anderes gelesen, aber egal. Gut, wir sind dort. Finde auf Kamino etwas über den geheimnisvollen Kopfgeldjäger. Komm ich hier so rein? Nö. Meister Jedi. Ich habe euch erwartet. Willkommen. Nach all diesen Jahren dachten wir schon, ihr würdet vielleicht gar nicht kommen. Doch. Selbstverständlich. Richtet eurem Meister aus, dass sein Auftrag rechtzeitig ausgeführt sein wird. 200.000 Einheiten stehen bereit. Eine weitere Million ist in der Endfertigung. Er wird sicher stolz sein auf die Armee. Ja, kann möglich sein. Die Armee? Ja, eine Klonarmee. Aber ihr könnt es sicher kaum erwarten, die Einheiten zu inspizieren. Hier entlang, bitte. Als mein Meister euch den Auftrag für die Armee erteilte, sagte er euch dafür, wen sie war? Selbstverständlich. Meister Sifo Dyas bestellte diese Armee für die Republik. Meister Sifo Dyas? Er wurde doch getötet. Und das schon vor fast 10 Jahren. Junge, ich nerv ihn gerade. Es tut mir leid, das zu hören. Sehr beeindruckend. Ich hatte gehofft, dass ihr zufrieden seid. Klone können kreativ denken. Ja. Ihr werdet feststellen, dass sie den Droiden immens überlegen sind. Ach so, wir sollen jetzt das Klonzentrum besuchen. Ich bin mir sicher, dass ihr nicht über dich sprechen, R4. Besichtigen. Wo ist R4 schon, ne? Klone, wie alt sind? Oh ja, wir nutzen die Wachstumsbeschleunigung. Sonst würde es ein Menschenleben dauern, bis ein Klon ausgewachsen ist. Ich verstehe. Sie sind absolut gehorsam und führen jeden Befehl aus, ohne ihn in Frage zu stellen. Wir haben ihre Genstruktur modifiziert, damit sie weniger selbstständig sind als ihr Spender. Und wer war ihr Spender? Ein Kopfgeldjäger namens Jango Fett. Ein Kopfgeldjäger? Ich würde diesen Jango Fett sehr gerne kennenlernen. Es wäre mir ein Vergnügen, dies zu arrangieren. Ja,
Abgesehen von seiner beträchtlichen Bezahlung stellte Fett nur eine einzige Forderung: einen unveränderten Klon für sich selbst. Kurios, nicht wahr? Unverändert? Ein reines genetisches Replikat. Ohne genetische Manipulation zur Steigerung der Gefügigkeit und ohne Wachstumsbeschleunigung. Okay. Also wie weit müssen wir denn jetzt noch laufen, Junge? Ich laufe jetzt hier schon seit 50 Minuten. Das ist Djangos Zimmer. Möchtet ihr ihn treffen? Alles klar. Django, willkommen zurück. Dies ist der Jedi-Meister Obi-Wan Kenobi. Er ist hier, um unsere Arbeit zu begutachten. Eure Klone sind äußerst beeindruckend. Ihr müsst sehr stolz sein. Ha? Wer hat euch für diesen Auftrag angeheuert? Mich rekrutierte ein gewisser Tyrannus. Gefällt euch eure Armee? Ich bin gespannt darauf, sie in Aktion zu erleben. Danke für eure Zeit, Django.